Hallo zusammen, hier ist wieder der Metal Storm X, der Modellbau Noob, diesmal mit einem neuen Headset und das eine Uhrzeit, das um eine Uhrzeit um 14:33. Ich will natürlich vorher alles mal durchtesten und ihr müsst drunter leiden, weil den Test müsst ihr mitmachen. Das Headset-Video blende ich dann mal hier oben ein. Lass es mal laufen, so ein bisschen parallel, während ich hier rumsabbel und die Zeit verstreichen lasse, weil ohne Test diesmal darf nichts schief gehen. Ne? Also das Headset ist an sich so nicht schlecht. Es ist von Logitech, nennt sich G930. Ich habe mich für die schnurlose Variante dann doch entschieden und ich muss sagen, allein schnurlos, das ist schon sensationell. Funktioniert klasse. Ich bin dann jetzt schon bei diversen YouTube-Videos aufgestanden, rumgerannt, habe was geholt. Schon allein das war es Geld wert. Und wenn ihr noch was sehen wollt zum Auspacken, zu den Eigenschaften, dann mache ich gerne noch ein Video. Müsst ihr halt mal was reinschreiben, ein paar Daumen geben. Aber ansonsten gibt es tonnenweise Videos. Ich habe mir entschieden, nach diversen Produktvorstellungen bei YouTube dieses Ding zu kaufen. Aber es geht ja um die Auslosung eigentlich. Auslosung, Auslosung, Auslosung. Wir haben zwei, drei Stückchen Video. Oben läuft ja das Teil. Hier vielleicht nochmal kurz was zum Ferrari, wie ich ihn ausgepackt habe. Das Video findet ihr jetzt unter Unboxing. Habe ich neu kategorisiert. Kann sich jeder reinstellen. Es lohnt sich nochmal anzuschauen, auch für die, die jetzt nichts gewinnen werden, weil ich habe noch zwei Stück und die kommen so sukzessive, wenn ihr Abonnenten bleibt, einfach in den Topf. Je nach Event schauen wir mal, runde Nummern Abonnenten oder auch irgendwas anderes. Das ist das Unboxing gewesen. Zu Weihnachten habe ich schon mal eins verlost. So richtig schön lose gebaut. Glücksbeutel, vielleicht könnt ihr euch daran erinnern. War eine schöne Zeit und hat Spaß gemacht. Aber bei so vielen Teilnehmern, das sind jetzt so 24, dachte ich mir, nein, diesmal baue ich keine Lose, sondern ich, was ist hier los? Gewinnspiel 100. Ah, da habe ich gelabert, gelabert. Ah, da nochmal die Box gezeigt. Oh ja. Und was war das? Da war ich auf der Couch mit dem neuen Intro, weil da ging ja mein Headset kaputt. Genau. Qualitativ vor allen Dingen ein Quantensprung zu dem neuen. Aber wenn ihr mehr wissen wollt, sagt's mir einfach. Oh, meine kaputte Jo. Ja, ich klebe sie zusammen. Ja, so nebenbei. Da mache ich nochmal ein Video und da wird geklebt. Okay, Testphase. Ich denke mal, so kann man das lassen. Moment. Ihr später kommt dann mit Notepad++. 24 Leute. Ihr kommt dann da rein. In die Auslosung. Nicht wahr? Und da war mal ein Schnitt, weil, wie spät haben wir es? Oh, 14:37. Ich denke, da spiele ich nochmal eine Runde World of Tanks. Also bis Spatator. So, wieder zurück von World of Tanks. War nicht ganz so die beste Mission, aber naja, es werden auch bessere Folgen bzw. Missionen noch heute Abend stattfinden. Wir haben 14:58 hier oben, 58 hochdeutsch gesagt. Jo, hier läuft das schöne Video. Wo habe ich noch mal die Session? Notepad. Wir kommen natürlich jetzt ganz offiziell zur Verlosung mit 24 Interessenten. Die werden jetzt kopiert in die Gewinnauslosung. Hier nehme ich jetzt den Link. Der Link kommt auch rein in die Videobeschreibung. Ja. Okay, mal einen Schluck nehmen, mal einen Schluck Gewässer oder Wasser.
damit man nicht so alles verhüstelt im Video. Ich würde mal sagen, wir machen das Ding jetzt auf. Nö, habe ich nicht irgendwo eine Session. Pam. Winauslosung. Jo, da rein. Einfügen. Habe ich vorher getestet, das Ganze, den ganzen Spaß. Und funktioniert auch wirklich. Ihr könnt es selber mal ausprobieren. Link findet ihr, wie gesagt, in der Videobeschreibung. Und dann könnt ihr selber mal testen. Es geht alles mit rechten Dingen zu. 15 Uhr. Also drücken wir den Button auslosen und dann viel Glück euch allen. Bam. Plastikgarage hat das Ding gewonnen. Herzlichen Glückwunsch zum Ferrari. Und alle anderen, bleibt auf dem Kanal. Ich denke mal, nein, ich weiß 100 Pro, zwei Stück habe ich noch, die werden rausgefeuert im Laufe der Zeit. Ich habe auch noch andere Modelle, die ich noch loswerden möchte. Und ich denke mal, reinschauen bei mir lohnt immer. Das war's fürs heute. Für heute. Euer Metalstormix sagt ciao, tschüss und bye bye. Schön, dass ihr dabei wart.